Frau Präsidentin, meine Damen und Herren Abgeordnete! Seit Jahren werden die Zeiträume, in denen die Hebammen Alarm schlagen, kürzer. 2012 gab es einen Termin bei der Kanzlerin Merkel. Es wurde eine interministerielle Arbeitsgruppe unter Führung des Gesundheitsministers eingerichtet. Die Ergebnisse, so konnten wir heute gerade hören, sollen nächste Woche vorgelegt werden. Auch das Krisengespräch am 18.02.2014 mit dem Hebammenverband brachte keine Lösung. Die Hebammen weisen immer wieder auf die missliche finanzielle Situation und die enormen Belastungen durch steigende Haftpflichtprämien hin. Nun spitzt sich erneut die Lage zu. Von 151 europaweit angeschriebenen Versicherungen waren zuletzt nur noch eine Gruppe von 3 Versicherungen bereit, Hebammen aufzunehmen. Doch auch die haben jetzt zum 1. Juli 2015 ihre Verträge gekündigt. Die Hebammen fürchten um ihre Existenz, da sie ohne Versicherung nicht praktizieren dürfen. Seit Jahren fordert die Linke auch hier im Landtag eine strukturelle Lösung. Der Landtag hat zur Sicherung der Versorgung mit Hebammen mehrmals Debatten geführt. Nachdem die Haftpflichtversicherungsprämien im Jahr 2010 um 56% stiegen, forderte die Linke einen bundesweit staatlichen Haftungsfonds. Dieser Antrag wurde jedoch im Bundestag durch alle anderen Parteien abgelehnt. Zwar gab es am 9. Juli 2012 eine Einigung zwischen den Hebammenverbänden und den Kassen über die Übernahme der zusätzlichen Haftpflichtversicherungskosten. Da die Haftpflichtprämien aber pauschal anfallen und die Refinanzierung pro Geburt stattfindet, werden Hebammen mit weniger Geburten benachteiligt. Damit bleiben gerade in ländlichen Gebieten Hebammenleistungen auch wegen der Haftpflichtkosten hochgefährdet und möglicherweise ab 2015 unmöglich. Die flächendeckende Versorgung mit Hebammenleistung ist längst nicht mehr gewährleistet. Es gibt eine Mangelversorgung der Frauen bei der aufsuchenden Wochenbettbetreuung. Entschuldigung. Die Hebammen, die diese Leistung anbieten, können die Nachfrage nicht mehr erfüllen, obwohl der Bedarf gestiegen ist. Wöchnerinnen werden heute schneller aus der Klinik entlassen, denn es gelten Fallpauschalen. Dann ist es gut, wenn die Hebamme die medizinische und psychologische Nachbetreuung von Mutter und Kind übernimmt, sich um die jungen Mütter und ihre Säuglinge selbst in abgelegenen Dörfern kümmert. Sie schauen, ob das Stillen der Babys funktioniert, zeigen die richtigen Handgriffe beim Wickeln und Versorgen der Kinder, kontrollieren die Gewichtszunahme und sind Ratgeber für die jungen Frauen. Die Hebammen haben eine Reihe weiterer Probleme. So wurde bei der Übernahme der Hebammenleistung aus der Reichsversicherungsordnung in das Sozialgesetzbuch 5 versäumt, das Aufgabenfeld der Hebammen den jetzigen Anforderungen gemäß auszugestalten. Auch die Honorare der Hebamme wurden nicht adäquat gesteigert. Um die prekäre finanzielle Situation der Hebammen zu verbessern, fordert die Linke ebenfalls seit Jahren, dass vor Verhandlungen über Erhöhung erst einmal eine angemessene Basis gesichert werden muss. Schließlich handelt es sich um einen eigenständigen Beruf. So ist beispielsweise die Rufbereitschaft der Hebammen nicht verankert und wird daher auch in Zukunft kaum abrechnungsfähig sein. Ferner ist eine Verordnung von Haushaltshilfe durch die Hebammen nicht vorgesehen. Auch wird die EU-Richtlinie zu Hebammen nicht umgesetzt. Das heißt, es erfolgt keine Definition von Leistungen bei Schwangerschaft, Geburt und Mutterschaft entsprechend der EU-Richtlinien unter Berücksichtigung gesundheitsfördernder und psychosozialer Leistungen. Darüber hinaus gibt es weitere Politikfelder, bei denen die Linke die Hebammen im Blick hat. Dringender Handlungsbedarf besteht,
um Hebammenleistung flächendeckend zu sichern. Die Linke fordert, es muss endlich sektorenübergreifend geplant und versorgt werden. Alle Gesundheitsberufe sollen einbezogen werden, auch die Hebammen, auch die Pflege- und Heilberufe. Die Ermittlung des Bedarfs muss auf eine wissenschaftliche Basis gestellt werden und kleinräumig organisiert werden. Ein gutes Gesundheitssystem braucht gute Arbeit, gute Löhne und gute Ausbildung. Eine zeitgemäße Weiterentwicklung der Ausbildung in den Gesundheitsberufen ist dringend notwendig. Dazu gehört auch die Klärung des Ausbildungsniveaus. Es ist zudem nicht hinnehmbar, dass die Ausbildung in einigen Gesundheitsberufen, wie den Hebammen, von den Auszubildenden selbst zu tragen ist, obwohl es sich um anerkannte, notwendige und im SGB V verankerte Berufe handelt. Auch die Kosten der Weiterbildung, die nach einem abgeschlossenen Studium erfolgen, müssen gesellschaftlich getragen werden. Ich will deshalb nicht verhehlen, dass wir uns einen weiter gefassten Antrag gewünscht hätten. Der vorliegende Antrag bleibt also ein Minimalkonsens. Aber dieser Minimalkonsens ist richtig. Insofern hat die Linksfraktion den Antrag mit eingereicht. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.